Hallöchen und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Und wie ihr vielleicht schon schwer erkennen könnt, bin ich jetzt in der Arena 5. Ja, und zwar bin ich heute Morgen in die Arena gekommen und habe auch direkt in einer Crown Quest habe ich direkt den Magier bekommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und wir können einmal meine Karten angucken, mein Deck. Den Packer habe ich gestern oder vorgestern bekommen, weiß ich gar nicht mehr so ganz. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Ich glaube, das habe ich bekommen, als ich Arena 5 gegangen bin. Und ja, gestern bin ich Arena 5 gekommen. Und dort habe ich dann direkt den Packer bekommen. Und den Magier habe ich heute Morgen bekommen. Und ja, wir werden gleich mal ein paar Angriffe machen oder noch anschauen. Aufbessern kann ich hier gerade leider nichts. Ja, vielleicht werden auch bald in naher Zukunft irgendwie so Friend Battles kommen oder Turniere. Muss ich mal klären mit den Membern, die hier drin sind. Es sind momentan sogar 19 Stück. Ja, hier mein zweiter Account und ich sind hier die besten momentanen Clan. Okay, und das war das gute Mobile Phone. Mein gutes Smartphone hier. Machen wir mal leise Fix hier. So. Okay. Ja. Ich bin hier gerade halt mit den Trophäen der Beste im Clan, bin auch der Anführer. Und ihr könnt gerne joinen in diesem Clan. Und warum ich heute kein Clash of Clans Video gemacht habe, weil dort momentan nur langweilig zugeht. Und der Clan-Krieg erst heute startet und ich jetzt aufnehme gegen. Ja, 6:30 nehme ich gerade auf. Und ja, wir gehen dann mal direkt in einem Angriff rein. So. Okay. Dann wünschen wir mal viel Glück. Und setzen mal auch direkt den Tesla hier, damit wir den zum Anfang nicht so doll Damage kriegen hier an unseren Türmen. Okay, wir haben schon mal den Picker, er hat den Kanonenturm. Da können wir gleich mal die Lakai vorne hinsetzen. Ich hoffe mal, er hat jetzt keine Pfeile. Okay, er hat Pfeile. Ja. Das lassen wir mal so, lieber. Der Tesla geht dann halt down, dann ist es halt so. Und wir gehen gleich mal mit dem Picker vor von der Seite. So. Ja, wenn der Picker in der Mitte ist, dann setzen wir den Drachen, dass er den Kanonenturm bauen macht. So. Jetzt den Magier hinterher. Oh Mann. Ja, ich hasse diese Leute, die immer so ein scheiß Giant-Skelette mit haben. Ja, jetzt sind alle Truppen down. Setzen wir mal wieder den guten, altbewährten Tesla hin. Ja, jetzt lacht es sich hier ein Schlapp. Machen wir auch mal hier so ein gutes Smiley. Okay, da ballen wir gleich mal einen Blitzer drauf. So. Okay. Oha. Ja, wir warten noch ein bisschen, bis wir wieder weiter angreifen. Setzen jetzt ja auch mal unsere Lakaien hin. Die unsere Bogenschützen haben. Ja, wusste ich, dass dieser Pfeile wirft, deswegen habe ich die so verteilt hingesetzt. Und noch keiner hat Damage gemacht, das ist auch mal was. Aber wahrscheinlich wird er gleich Damage machen. So, setzen wir mal unseren Tesla hin. Okay, das sieht jetzt nicht so gut für uns aus, aber wir setzen die mal Barbaren hin. Die Barbaren müssten das auch gut im Griff haben, aber sie werden jetzt zwar sterben, ja, aber das ist ja egal. Okay, wir haben bisher mehr Damage gemacht als er bei uns, das ist auch schon mal gut. Jetzt setzen wir nochmal die Lakai-Horde dorthin, in der Hoffnung, dass er keine Pfeile wirft. So, Bogenschützen hinterher. Okay, hier müssten wir jetzt mal den Tesla setzen. Und jetzt den Baby-Dragon. Okay, könnte kritisch werden.
Verwarren. Lakaihorde. Bogenschützen. Ich glaube, das geht auf einen Unentschieden raus. Außer wenn er jetzt hier noch in der linken Front alles setzt, was er kann. Dann könnte es vielleicht noch etwas kritisch werden. Wir setzen hier nochmal Barbaren hin. Ja gut. Soul. Dann die Bogenschützen hinterher. Ja, okay. Da sind meine Lakaien auch wieder kaputt. So, vor diesem Turm setzen wir unseren Tesla erstmal hin. Damit er geschützt ist. Hier setzen wir jetzt den Packer hin. Damit er schön auf Zeit geht. Und jetzt können wir hier unsere Barbaren hinsetzen. So, jetzt ist der Giant auch mal gefallen und ein Unentschieden. Naja, wenigstens nicht verloren. Danke. Okay, war ein recht guter Fight, wir haben wenigstens nicht verloren. Und, warte, frag mal. Will jemand ein Testspiel? Ja, okay, das ist jetzt hier ein bisschen schlecht gemacht. Ich nehme hier gerade bei Pair Blue Stacks auf und ich kann jetzt hier nicht auf Posten klicken, das kommt nicht so gut. Ja, okay, dann schauen wir erstmal nichts. Ja, ich würde sagen, wir machen noch einen Angriff, vielleicht wird's dort besser. Clash of Clans wird einfach nochmal wie am Freitag kommen. Vielleicht ein bisschen länger als letztes Mal. Und ein bisschen spannender. Und die Audioqualität hatte ich letztes Mal nicht so gut bearbeitet. Deshalb ist die auch so komisch hallend oder so geworden halt. Und deshalb war die Stimme auch nicht so wie ich sie wollte. Unser linker Tower wird wahrscheinlich fallen, aber wir werden seinen Turm auch schon mal ein bisschen anhitten. Zerstören wir wahrscheinlich noch nicht. Aber das ist uns ja erstmal Schmutzpiep egal. So, unser Tesla haben wir erstmal hier am Rathaus platziert. Er hat auch ein Tesla Level 7. Wir haben Level 6, okay. Jetzt heißt es erstmal abwarten und dann gehen wir, glaube ich, von der linken Front mal. Okay, er setzt die Atomrakete, ist nicht gut. Er hat schon mal eine Atomrakete, das bedeutet nichts Gutes für uns. Also, falls er einmal angreift und dennoch die Atombombe setzt, dann haben wir so gut wie verloren. Ja, okay, er hat wahrscheinlich nicht die Truppen, deswegen macht er den Häusmanni. Jetzt setzen wir noch den Drachen hinterher. So. Ich hoffe mal, der Packer kann ein bisschen was reißen, aber ich glaube mal nicht. Ja, wenn der Picker einmal am Rathaus ist, dann macht er eigentlich sehr, sehr viel Damage. Und man hat dann eigentlich schon das Gebäude safe down. So, hier setzen wir mal den Tesla. Okay, so, das haben wir auch mal bewältigt. Oh fuck, jetzt kommt der Mauerbrecher. Aber er hat nur unseren Tesla getroffen. Barbaren sind am besten gegen Hog Rider, glaube ich mal, hoffe ich mal. Ja, okay, einen Schlag hat der Hog Rider gemacht. Ja, jetzt machen wir setzen wir mal hier den Magier. Der war vielleicht ein bisschen zu weit vorne, aber das passt schon. So, jetzt setzen wir alles, was geht, hier hin. Setzen Tesla auch noch hin. Der war zwar auf Scheiße gesetzt, aber scheiß drauf. Oh fuck. Dann macht er die nächste Atomrakete drauf. Okay, jetzt setzt er, wenn er einen Hog Rider setzt, dann haben wir verloren. Okay, jetzt müssen wir nur auf Tanken achten. Nur auf Tanken. Okay, das haben wir schon mal bewältigt. Ich denke mal, dass wir den Fight gewinnen sollten. So, setzen wir nochmal die Lakaienhorde hin. Dann nochmal ein Tesla. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Es war so knapp. Ja, okay, es hat aber gut gemacht. Nicht schlecht, schreiben wir immer.
Ah, minus 36 Trophäen, das kommt ja nicht so gut. Wir fordern zum vielleicht ein Testspiel an. Vielleicht nimmt derjenige vielleicht an, der PKB. Man weiß es ja nicht. Und wenn ihr wollt, dass ich jetzt so Decks vorstelle, die ich gut finde für die jeweilige Arena, könnt ihr mir das auch ruhig mal in die Kommentare einschreiben. Und ihr könnt ruhig mal auch reinschreiben, wie ihr gerade so um Clash Royale vorankommt, was euch dabei stört, etc. pp. Okay, hier wird wahrscheinlich keine annehmen. Dann machen wir noch einen Angriff in der Hoffnung, dass wir diesmal gewinnen. Der vorherige Angriff oder Verteidiger hat es sehr gut gemacht mit seiner Rakete. Ich habe die Rakete zwar auch, aber ich finde sie unnötig, aber er hat sie anscheinend gut eingesetzt. Und wenn wir jetzt in Arena 4 wieder kommen, ist es mir eigentlich schnurzpiep egal. Aber wir werden schon, denke ich mal, irgendwann mal wieder dann in die Arena 5 kommen. Und wir setzen jetzt nicht die Bogenschützen, sondern die Lakaien hinterher. In der Hoffnung, dass wir einen riesen schnell down bekommen. Ah, okay, das wird nichts, aber wir setzen dann mal einen Blitz dabei rauf. Und dann müssen wir auch seine beiden Frauen hier zerstört haben. So. Blub, blub, blub. So, da sind die schon mal kaputt. Und ja, gut, wir haben nicht so viel Damage bekommen, das ist auch okay. Und ich weiß nicht, von welcher Seite wir jetzt vorgehen, aber wir müssen erstmal warten. Wir setzen hier den Packer hin. So, der kriegt der Giant Skelett auch ein bisschen Damage und der ist dann relativ schnell kaputt. Kann aber auch sein, dass unser Packer gleich dann auch sein Ende segnet. So, setzen wir mal den Drachen hinterher, Bogenschützen hinterher. Vielleicht können wir ein bisschen Damage rausreißen. Der Packer kommt vielleicht sogar zum... Okay. Na gut, wir haben ihn ein bisschen Damage reingedrückt und setzen jetzt erstmal den Tesla zur Verteidigung hin. Der Giant müsste jetzt eigentlich zum Tesla gehen gleich. Ja. Jetzt setzen wir die Lakaien. So. Okay, die Skelette sind schnell down gegangen. Ich denke mal, wir für den Angriff aber nicht. Wir liegen hier gerade schön im Vorteil. Das sieht auch nicht aus, als wenn sich das Blatt irgendwie wenden würde. Hier machen wir jetzt einmal einen Blitz drauf, dann haben wir seine Hexe auch schon mal down. So, jetzt den Babydrachen. Jetzt den Tesla. Bogenschützen. Okay, 30 Sekunden verbleibend. Lakaien. Haben wir gleich wieder einen Blitzhopper? Ja, wir haben einen Blitzhopper. Dann haben wir gleich mal wieder den Blitzhopper rauf. So, jetzt haben wir die auch schon mal da. Okay, jetzt kommt wieder sein Giant Skelett. Ich denke mal, da müssen wir jetzt keine Bodentruppe setzen, dass der down geht. Okay, die haben wir noch down bekommen. Jetzt setzen wir den Packer. Und alles, was geht, und dann müssen wir ihn auch haben. So. Magier, dann setzen wir die Barbaren. Okay, das war nicht so gut. Okay, so. Jetzt müsste es aber hoffen mal klappen hier ein bisschen. Kommt unsere ganze Horde vorgestürmt und ja, jetzt ist sein Turm auch gefallen und wir haben gewonnen. Ja, da rastet er ein bisschen, wir schreiben aber nicht schlecht. So haben wir ein paar Trophäen zurückerobert und sind jetzt auf dem Stand. Ja, okay, ein bisschen haben wir weniger jetzt, aber macht auch nichts. Jo, da ist gerade mein Spiel abgestürzt, würde ich mal sagen. War es auch mit dieser Folge. Haut rein und ciao.